Am Rande unserer Stadt gibt es eine kleine, heruntergekommene Tankstelle, die 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche geöffnet ist. Wenn man sie betritt, kann man Reihen von Chips, Keksen, Dosenfleisch und anderen eingelegten Kuriositäten sehen. Seltsamerweise fehlen die Verfallsdaten bei den Konserven. Vielleicht wurden sie vor Jahren beim fehlgeleiteten Versuch, den Lagerumschlag zu kontrollieren, weggefeilt. Ein uraltes, ausgeblichenes, frisch gewischt Schild verdeckt einen großen Riss am Fuß des Kühlregals, dort wo Lagen über Lagen von verschütteten, klebrigen Flüssigkeiten eine Miniaturteergrube gebildet haben und unzählige Insektenleichen und manchmal das ein oder andere Nagetier beherbergen. Niemand hat sich bisher über die Ästhetik beklagt und durch eine an das Übernatürliche grenzende Vorsehung hat der Gesundheitsinspektor immer wieder seinen Segen gegeben, wobei er den schwachen Geruch des geheimnisvollen chemischen Cocktails, der das charakteristischste Merkmal des Gebäudes ausmacht, immer freundlich ignoriert hat. Der Geruch ist wesentlich auffälliger als das ständige Brummen der Slushy-Maschine, die in den 70ern eingebaut und seitdem nicht mehr gewartet wurde, oder die zufälligen Gebiete kalter und warmer Luft, die einen zu verfolgen scheinen, und es ist nervtötender als die mutierte Waschbärfamilie, welche im Zwischenraum hinter der Klebefalle lebt. Jedenfalls vermuten wir, dass sie mutiert sind. Mindestens aber so inzüchtig, dass es zu genetischen Deformationen und geistiger Behinderung geführt hat. Das Alpha-Männchen, ein muskulöser, fast 1 Meter großer Hurensohn namens Rocco, wurde mehrmals dabei beobachtet, wie er auf den Reifen von Autos herumgekaut hat, und er wurde inzwischen mindestens 2-mal überfahren und ist jedes Mal wieder aufgetaucht. Der über allem hängende Geruch, eine süße Kombination aus Geißblatt, Ammoniak und Erbrochenem, wurde nie eindeutig identifiziert, aber die vorherrschende Theorie ist, dass er aus dem Untergrund kommt und durch die dünnen Risse im Beton, die sich mit jedem Jahr unter architektonischem Ächzen ausbreiten, eindringt. Der Geruch ist am stärksten direkt, nachdem es geregnet hat, und ist, wenn man den Abflüssen für die Regenrinnen zu nahe kommt, so stechend, dass einem die Tränen in die Augen schießen. Nicht mal Rocco und seine Bande trauen sich daran. Wenn man jetzt also die Tankstelle betritt und Glück hat, sieht man vielleicht den Toiletten-Cowboy. Das ist so eine Art lokale Legende hier in der Gegend. Er taucht immer dann auf, wenn du alleine bist und es nicht erwartest. Was ihn aber wirklich legendär macht, sind die Geschichten, die die Leute nach einer angeblichen Begegnung erzählen. Diese reichen von ziemlich merkwürdig bis unglaublich bizarr. Da war zum Beispiel der Kerl, der letzten Monat pinkeln ging, aber sich umentschied, als er den Cowboy neben dem Urinal stehen sah, in einer Montur aus Staub, Mantel, Bandana, Stiefel und Chaps, wie er dabei war, Ballontiere zu verteilen. Oder das eine Mal ein paar Wochen später, als ein anderer Kunde die gleiche Toilette betrat und einen Mann sah, der nichts als einen Cowboyhut, Boxershorts und Stiefel mit Sporen trug und eine Axt auf einer altmodischen Steinschleifscheibe schliff. Als er eintrat, hörte der Cowboy mit dem Schleifen auf, sah ihn mit einem Lächeln an, kippte seinen Hut und sagte: "Komm schon, Mann, mach ruhig weiter." Aber mach dir keine Sorgen, wenn du das Glück haben solltest, den Cowboy zu sehen, der das Klo vielleicht heimsucht. Er ist harmlos und in der Tat meistens ziemlich höflich. Ehrlich gesagt scheint er kein so schlechter Typ zu sein, insbesondere wenn man ihn mit den anderen Dingen vergleicht, die hier so vor sich gehen. Manchmal kriegt man beim Reingehen plötzlich Zahnschmerzen. Das ist eigenartigerweise ein recht häufiges Phänomen, welches niemand so wirklich versteht und das nach ein paar Stunden von alleine verschwinden sollte. Da ich als einziger Vollzeitbeschäftigter fast immer hier bin, stehen die Chancen gut, dass du beim Reingehen mich an der Kasse sitzen siehst. Vielleicht erwischst du mich dabei, wie ich in einem Buch versunken bin, weil aus unbekannten Gründen das Internet hier draußen nicht funktioniert und der Handyempfang von kritisch bis nicht existent reicht. Falls du jemanden anrufen musst, kannst du entweder draußen auf einen der Hügel rauf, vorzugsweise in Richtung der Stadt zurück, da die Alternative dich in den Wald bringt und du wirst gar nicht wissen, aus wie vielen Gründen das keine gute Idee ist. Oder du kannst für 25 Cent die Minute die Festnetzleitung benutzen. Die Regelung haben sich ja die Besitzer ausgedacht und ich muss sie tatsächlich auch durchsetzen, weil sie sich die Verbindungsnachweise anschauen. Tut mir leid. Also, wenn du dann hier bist, dann sei bitte nicht beleidigt, wenn ich kein Gespräch mit dir anfange. Wenn ich ganz ehrlich bin, weiß ich nämlich nicht immer, ob die Personen, die durch die Türe kommen, echt sind oder nicht. Und wenn ich die Existenz von jedem, der auch nur eine echte Person sein könnte, anerkennen müsste, würde ich vermutlich den Verstand verlieren. Und wir brauchen nicht noch mehr von der Sorte hier. Also ich schätze, der Punkt, den ich versuche zu machen, ist dieser. Mir passieren sonderbare Dinge hier in der heruntergekommenen Tankstelle am Rand der Stadt. Ich wünschte, ich
könnte dir jetzt das Seltsamste erzählen, was hier je passiert ist. Aber ich bezweifle, dass ich mich jemals für eine Geschichte entscheiden könnte. Es sind einfach zu viele. Ich habe zum Beispiel bei 3 verschiedenen Gelegenheiten insgesamt 4 Särge hier im Laden gesehen. Und ich habe mindestens 1 Dutzend Leute getroffen, die aus den Wäldern in Richtung Stadt zurückirrten und behaupteten, sie seien von Außerirdischen oder Regierungsverschwörern oder dergleichen entkommen und dass sie kein Geld hätten, aber unbedingt einen Anruf machen müssten und ob ich sie nicht bitte unser Ladentelefon benutzen lassen könnte, bevor sie finden würden. Aber Regeln sind Regeln und ich bin nicht geneigt, meinen Job zu verlieren, nur weil ihr es nicht geschafft habt, mit etwas Kleingeld zu entkommen. Ach, und dann gab es da natürlich noch Farmer Brown. Ja, das ist sein richtiger Name. Der sich über das Tierfutter beschwerte, das wir für ihn bestellt hatten. Er bestand darauf, dass etwas mit dem Produkt nicht stimmte, weil, wie er es ausdrückte, alle seine Tiere plötzlich menschliche Gesichter bekommen hatten. Wir konnten uns dann mit ihm arrangieren, indem wir ihm einen großen Rabatt auf seine nächsten paar Einkäufe gegeben haben. Relativ bald darauf hat er aufgehört, vorbeizukommen und man hat ihn, beziehungsweise das, was von seinem Körper übrig war, im Schlafzimmer seines Bauernhauses gefunden, welches von innen verschlossen war. Soweit ich weiß, wissen sie immer noch nicht, was dort vorgefallen ist. Wie auch immer, ich schätze, ich kann später nochmal vorbeischauen, um 1-2 Geschichten zu erzählen. Aber jetzt muss ich mich erstmal für die Arbeit fertig machen.